Versuchen immer wieder zu wiederholen, dass wir uns mit Beginn nach unserem letzten Vorrundenspiel zusammengesetzt haben, haben versucht, gemeinsam, Jens und ich, im ersten Schritt zu gucken, was war gut, was war schlecht in der Hinserie und haben versucht, gemeinsam Ideen zu entwickeln, Hebel in Bewegung zu setzen, um eine Verbesserung in der Rückrunde zu bewirken, eine gewisse Konstanz auch zu bewirken. Und wenn man die Statistik sich jetzt anschaut aus den Bundesligaspielen und tatsächlich mal die Woche beiseite legt, dann sind wir sehr, sehr gut unterwegs und haben auch es geschafft, trotz der schweren Personal- oder angespannten Personalsituation trotzdem immer unsere Hausaufgaben zu machen und eifrig Punkte zu sammeln. Wir haben enorm viel aufgeholt, hat sicherlich in erster Linie auch was damit zu tun, dass wir die Konstanz hineingebracht haben und andere Vereine halt ihre Probleme bekommen haben. Die Kombination war nicht schlecht für uns. Insgesamt hat die Mannschaft auch Maßnahmen ergriffen. Wir haben Entscheidungen getroffen, die wichtig waren, personeller Art, aber auch was das Zusammenleben angeht, haben wir verändert und ich glaube, dass das ein Riesenunterschied ist, dass wir einfach versucht haben, was in unserem Bereich möglich ist, zu verändern, sinnvoll zu verändern, um dann am Ende vom Tag auch punktemäßig eine große Ausbeute zu bekommen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, haben, wie gesagt, viel aufgeholt und sind jetzt wieder in Schlagdistanz mit den Mannschaften, mit den zwei Mannschaften vor uns, sind noch lange nicht am Ziel, weil hinter uns ist trotzdem noch sehr, sehr enges und alles auch wieder veränderbar ist und von daher sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und das ist eigentlich das Wichtigste, dass es für uns erkennbar nach vorne geht. Dass Stimmungsschwankungen bei uns vorkommen, glaube ich, lässt sich aus den letzten, 50 Jahren zurückverfolgen in extremen Ausrichtungen, im Positiven wie im Negativen. Damit können wir auch ganz gut umgehen und wissen das auch dementsprechend einzuordnen. Das ist schon auch wichtig, dass es nach wie vor vorhanden ist. Das sensibilisiert immer mal wieder und hilft uns auch tatsächlich. Wir müssen das nur immer in der richtigen Balance bewerten. Das ist unsere Aufgabe, dass wir uns natürlich sowohl im Positiven als auch im Negativen nicht so anstecken lassen und immer einen klaren Blick behalten, um das Richtige dann zu machen. Aber damit können wir ganz gut leben. Und wenn man dann so eine Woche erlebt, wie wir mit den beiden heftigen Niederlagen, dann muss man das auch richtig einordnen, um richtige Maßnahmen zu ergreifen. Und die Mannschaft hat eine sehr, sehr gute Antwort gegeben gegen Hoffenheim. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn sie die Herausforderungen in Augsburg annimmt und da erfolgreich Fußball spielt.